Hallo und herzlich willkommen zurück zur finalen Folge von Ghost Recon Wildlands. Oder vielleicht auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Ja, an meinen Seiten sind Enno, Vanwa Hallo. Finale. Oh. und Navo. Und für euch Zuschauer jetzt mal eben schnell die Info. Wir werden jetzt halt El Sueño machen. Ich drücke mal kurz Karte auf. Ihr seht, da wollen wir hin, da sind wir. Es ist also noch schon eine ganze Strecke vor uns, aber wir werden da jetzt hinfahren. Und wenn die Folge länger als weiß der Teufel was geht, werden wir uns das Recht herausnehmen und daraus eine Doppelfolge machen. Gegebenenfalls eine Dreifach-, Vierfach-, Fünffach- und Zehnfach-Folge oder weiß der Teufel, wie viele Folgen das werden. Also entweder wird es eine komplette Folge und ihr seht es in der Beschreibung dann schon stehen, also im Titel oder. Wie auch immer. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten, Nabo hat das Kommando und vorwärtsmarsch. Alle Mann Granate ins fliegt. Auto. Nehmt sie. Geht doch schon gut los. Warte Die mal, ist wie mir der Steam-Overlay rausgefallen. gerade an. Wann warten wir? Fährt auch gleich was raus. Ich fahre. Okay. Ja, und überfahr erstmal den Rebellen. Rechts. Wieder rechts. rechts, oder? Und ganz lange der Straße folgen. Geradeaus! Oh Mann, Kameraden, ich Also kann links das vor, gar vier, nicht links vor. mehr glauben, dass das hier unser Einsatz ist. Endlich Alle raus aus schon diesem Drecksland. nervös. Alles hat dein Ende, nur wenn was Operationen hat, keins. Er musste. Also ich hätte jetzt ja gesagt, alles hat ein Ende, nur wann was Wurst hat, zwei, aber. Das war auch wieder falsch, weil bist du wissen, dass es eine Wurst zwei Enden hat. Ja, das ist nur eine Vermutung. Der gute Zweiender. Oh Gott. Was hab ich gehört? Pfannenwender? Was? Pfannenwender, Pfannenwender, Steuer- und Backbordabsätze. Bei Surfen auf YouTube findet man so einiges. Was passiert da hinten? Weiß wo? Wo uns? Ich Ich weiß es glaube, nicht. das findet man auch auf YouTube. Wenn du es gefilmt hast, Ist da ja. gerade ein Auto im Boden verschwunden? Das headbangt. Das, hat einer Metal an. Metal-Leute. Ah, nee, falsches Lied. Sind wir bald So, da? nächste rechts. Oh, hier ist Schnee. Habt ihr euch denn noch warm angezogen? Ja, ich habe immer noch denselben eigentlich Scheiß schon. an, den wir vor, keine Ahnung, 300 Tagen, wo wir hier hingekommen sind, anhaben. Ist das nicht mittlerweile voll durchgeschwitzt? Ja, hallo, ich habe es zwischendurch mal gewaschen. Nächste rechts. Scharf rechts. Hier waren wir doch auch schon mal. Ich erinnere mich Ja. doch. Der Straße folgen. Ja, klar, mit der Mauer. Oh! Gott. Nach hinten geguckt. Ich glaube, ich höre einen Zug, Chu-Chu. Ich höre keinen. Ich mag Züge. Ja, und plötzlich wieder kein Schnee. Merkwürdige Klimabereiche. Oh. Wann war? Hallo! Ja, klar, erstmal den Fass Frack bei mir, der fährt abbringen. hier. Ich war abgelenkt. Ich musste was in meinem Fußraum Also für suchen. den nächsten Einsatz werde ich definitiv einen Führerschein machen, dann fahre ich. Geradeaus, ganz oben auf dem Bergkamm. Das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen. Ah, ja, das könnte. Da finde ich einen Weg. Okay. Aber bitte nicht durch die Basis. Ja, einmal an der Basis vorbei und dann kannst du dir einen Weg suchen, weil es gibt keine Straße da hoch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch hier eine gepflasterte Straße. Wir machen den Weg frei. Wann war Raiffeisenbahn? Ja, blau sind wir schon mal. Ja. Um eine Fahrt mit dir zu überstehen, muss man blau sein. Wenn wir mit dem Einsatz hier fertig sind, bin ich auch blau, wenn wir zu Hause sind. Kriegst du erstmal ordentlich einen auf den Arsch von deiner Frau, oder Ich hab ja keine. Ein bisschen nach Süden jetzt. Links oder? Ich versuch's, aber der Wagen. Oh, da wo es raucht.
Ja, ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Negativ. Aber eher noch ein bisschen weiter Richtung Süden. Habt ihr das gesehen? Oben auf dem Berg. Gesehen? Nein, ich habe die Hände vor den Kopf geschlagen, weil war mir zu viel. Hier können wir doch gut parken. Ich möchte dir kurz noch die Treppe hochfahren. Mach das. Wunderschön. Setzt euch ans Lagerfeuer. Ich werde einmal einen Überblick mit der Drohne nehmen, aber hier ist der Treffpunkt ungefähr. Mit wem sollen wir uns denn hier treffen? Na, da oben liegt eine Leiche, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Also, ich kann dir sagen, was in der Einsatzordnung steht. Wir haben eine Nachricht von Pakatari erhalten, dass einer seiner Rebellen möglicherweise den Aufenthaltsort von El Sueño entdeckt hat. Reden Sie mit dem Rebellen und finden Sie heraus, was er weiß. Ich glaube, das war der Rebell, der da gelegen hat. Leiche, also gehe ich davon aus, dass der Kerl tot ist. Schwer zu sagen, ob er das war. Wir müssen nachgucken. Wer ist hier bei mir, Enno? Ja. Ich glaube, alle. Ja, warte, bevor du dir die Leiche anschaust. Ja, ich warte. Nicht definitiv. Hä? Okay. Ich glaube, es war ein Teddybär. Ist das eine Kinderleiche? Chefin, geh mal hin und schau dir das Ding da an. Wir sichern dich. Shit, hier ist eine Leiche. Es ist der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich versuch's bei Pack, komm aber nicht durch. Glaubst du, Pack und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und Pack musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre hier groß gekämpft worden. Ich frag mal Bowman, vielleicht weiß sie mehr. Bowman, wir haben ein Problem. Wir wollten uns mit Pack und einem seiner Jungs treffen. Mit Pack? Wo sind sie? Hören Sie zu, Pack war nicht da, dafür Amaru. Tot. Haben Sie von Pack Katari gehört? Pack Katari ist hier bei mir in Pukara. Bowman. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Mann. Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Mann. Bowman sagte, Pack sei bei ihr. Dann war sie plötzlich weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Vielleicht spielt Pack falsch. Weaver, kannst du Baumens letzten Stand? Gibt's nur die beiden Motorräder? Wie es aussieht, ja. Leider ja. Dann also könnt ihr euch nicht hinten draufsetzen. Overwatch, wo müssen wir hin? Erstmal ins Auto. Wir werden nicht einzeln dahin gehen. Das ist zu gefährlich. Oh. Ja. Hier ist nicht so das beste Gelände. Geht's euch noch gut? Ja. Ich habe einen Helikopter. Oh, zu weit! Moment, ich fahre. Südosten ist unser Ziel. Ich weiß nicht, wie gut wann wir im Offroad-Fahren ist. Bestens. Das ist mein Spezialgebiet. Okay. Ich vertraue dir. Hol alles raus, was in dieser Dreckskarre drinsteckt. Bowman ist in Gefahr. Oh Mann. Auch wenn es eine CIA-Truller ist, oder? Kannst du unten auf die Straße fahren? Die sorgt jedes Mal für schwarze Zahlen nach auf links. Meinem Konto. Dafür sorgen wir schon selbst, aber also das ist eine andere Sache. Auf meinem offiziellen Konto, auf den anderen sind es immer schwarze Zahlen. Wir könnten geradeaus über den Berg rüberfahren. Ah, beste Idee. Dann sind wir noch schneller Idee. Da. Ich hoffe, es geht nicht allzu steil auf der anderen Seite runter. Das werden wir merken, wenn wir fliegen, sehen wir es. Bisschen weiter ja, nach links. Hier unten im Schneegebiet müsste es sein. Ach, hier ist eine Basis schon. Direkt rein? Wir haben nicht viel Zeit. Stopp! Negativ. Wenn das eine Basis ist, dann. Ja, der Wagen bremst aber schlecht auf dem Schnee. Starte Drohne. Dann kein Feindkontakt. Nur jede Menge feindliche Fahrzeuge. Mhm. Ich sehe nix. Wir sollten direkt da ins Haus gehen. In welches? Direkt vor uns. Direkt vor uns. Der Metallverschlag hier? Bei dem Helipad. Mit dem Helipad, genau. Das große, genau. Haus, nicht Hütte. Okay, ich warte auf euch am Eingang.
stehe bei dir. Bin auch da. Bin auch da. Los. Hier ist eine Tür. Ja, dann machen wir doch mal auf. Hallo! Baumann. Bagatari. Simon. Er hat uns verarscht. Wir waren nur eine Ablenkung. Nur Ablenkung? Für Svenjo. Die Rebellen wissen, wo er ist. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pakatari und die Rebellen unsere Feinde. Na prima. Wir sollten uns hier vorne ein Auto nehmen. In die Richtung, wo wir hergekommen sind. Wann war es noch nicht da? Jetzt. Hat den Weg nach draußen nicht gefunden. Feindliche Rebellen. Hier ist ein bewaffnetes Auto. Feindliche Rebellen im Anmarsch. Ah! Wir nehmen den bewaffneten. Ja, ich bin. Ach, na Wunder, ja, stimmt, die Rebellen. Ich werde mich nicht dran gewöhnen können. Ich bin im Geschütz. Okay, vielen Dank. Okay, folgt der Straße erstmal. Wow. Halt nach ruhig. Au! Nach links hier und dann. Genau. Achtung, scharfe Linkskurve. Eieiei. Und der Wagen nimmt es auch schnell mit. Scharfe Rechtskurve. Blockade ist so gut zerstört. Und der Wagen auch. Und scharf links. Und wieder Blockade. Blockade. Ja. Das ist jetzt schärfer. Oh! Wann war denk dran, du hast einen Geschütz sitzen. Fuck, was zum Teufel hast du vor? Warte, die Richtung, in die wir gucken. Den Motor hat zerlöscht. Mist. Shit. Ja, scheiße. Ja, unsere Freunde können wir auch nicht mehr anrufen, um deine Fahrzeug zu holen. Wir stehen unter Beschuss. Geht in Deckung, Jungs. Wann war liegt? Mist. Geh erstmal in Deckung. Ich stehe unter Beschuss. Wann war. Ich versuche die hochzuholen. Komm! Da steht auch noch unter Beschuss! Kann man mal nicht holen. Scheiße, ich stehe hier auch schwer unter Beschuss. Na prima. Ja. Der erste Testlauf ist ja schon mal schief gelaufen. Ja, ist direkt zerlegt da. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut kämpfen. Ja, wenn sie auf unserer Seite sind, dann kämpfen sie auch nicht so gut. Ja, jetzt wissen wir auch warum, ne? Die machen es wie die Füchse. Die sind schlau und stellen sich dumm. Du darfst ja auch nicht mit einem Humvee irgendwo versuchen runter zu jumpen. Hallo? Den hätt's eh nicht mehr lange gehalten. Aber das war eine gute Abkürzung. Auf die Straße mussten wir. Ich habe versucht, gerade zu landen, aber das war... okay, kein Humvee mehr. Doch, hier vorne. Ich bin noch nicht da. Schnell, Leute. Ebenso. Wir bereiten den Einsatz schon mal vor. Okay. Haben wir nicht noch irgendwo so ein... Genau, ich nehme das Ding hier mit. Fahrt vor, ich komme euch mit dem Transporter hier nach. Ist das sinnvoll? Mit dem... Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht sinnvoll ist. Ja, wir versuchen einfach mal. Wir müssen fahren. Okay. Der Anfang der Route habe ich noch gemerkt, Moment. Aber... oder? Ich habe irgendwie ein Problem. Ich glaube, wir müssen... Ja, wir müssen nochmal zurück, aber... Noch sind die auf unserer Seite, ne? Ja... Strange, aber ja. Anscheinend müssen wir zu Bowman nochmal rein. Was? Ach so, da hat das gesaved States. Ja. Oh. Wundervollerweise. Dann habe ich gerade eine Idee.
Ja. Willst du das Auto schon mal hier drin parken? Hier ist das Kampffahrzeug. Die Schlüssel stecken. Eine ganz andere. Okay. Ich nehme aber trotzdem nachher den hier mit. Der ist nämlich schön fürs Ramp. Man könnte sich auch schon eine Strecke überlegen, hier durchs Örtchen zu kommen. Wow, dann. Okay, wann war? Ich meine, man kann sich ja vorbereiten. Eventuell werden wir ja gleich angegriffen. So, hier, hallo, können... das sind noch unsere Freunde, wir müssen hier erst rein. Ach, die haben uns gerade noch angegriffen, die... Das war im Training, Enno, im Training. Ja. Ich starte mal, ne? Ja. Baumann. Akatari. Simon. Er hat uns verarscht. Wir waren nur eine Ablenkung. Nur Ablenkung? Für Svenjo. Die Rebellen wissen, wo er ist. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pakatari und die Rebellen unsere Feinde. Sie unter Beschuss. Gut, dass Pakatari und ihre Freunde uns vorher noch einen Wagen geliehen haben. Naja. Ja, da. Kommt mal einer. Wo bist du? Der Wagen ist jetzt schon defekt. Ich bin getroffen. Okay, wir fahren doch mit dem Humvee. Wir seien gut. Scheiße. Ich glaube, Overwatch ist down. Ja, ich glaube, Enno geht sehr schlecht. Den kann ich wahrscheinlich nicht mehr weggucken. Ich hol euch gleich, Jungs. Haltet durch. Na, wie soll das denn? Ich war mitten in den Rebellen. Also das, jetzt mal außerhalb der Rolle, das ist doch echt arschig. Naja, es ist das denn? Mission, die ist halt... Nein. Ordentliche Speicherpunkte sind nicht so gesetzt. Okay. Speicherpunkte kann das Spiel eh nicht. Stimmt. Shit. Oh, das war immer danke. Weh. Danke. Unerwartet. Ich hab dir mal was geklaut, waren wir. Okay, ich glaube, ich hol mal Enno. Mach die Jungs platt hier. Okay. Also das mit den Fahrzeugen. Ja. Overwatch, ich brauche eine Idee. Fahren wir schnell oder wollen wir alles vernichten? Wir sollten schnell fahren. Wo genau seid ihr jetzt? Okay, alle da. Ja, dein Wagen geht's aber auch nicht mehr so gut. Okay, wir nehmen hier den. Nee, der hat schon böse was abgegeben. Der hier ist angenehm, glaube ich. Nee, alle mal einsteigen. Ja, aber ziemlich offen. Ist er tot? Da kommt noch ein Rebell aus dem Gebäude. Ja, da kommt einer hinter dir her, Reaper. Da ist der Gebäude. Steig ein, Reaper. Ah. Ich krieg. Mann, so. Jetzt aber. Okay. Und jetzt Vollgas. So fahren. Also mitten durch, ne? Ja. Okay. Grob die Richtung. Den hast du den Schädel gebrochen. Ich weiß schon, warum ich die mal überfahren habe. Ich hatte so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, das waren ukrainische Agenten. Du mit deinem ukrainischen Agent. Oh, das wird hart, hab ich gehört, wir müssen hier runter. Ja. Das Einsatztraining hat ja ganz gut geklappt. Hier kann ich abkürzen. Aber pass auf, dass wir nicht hier bei den Felsen hängen bleiben. Nach rechts. Oh, oh Gottes Willen!
Der Wagen ist tot. Okay. Ist schon wieder erledigt? Nein, der Wagen. Er brennt. Ich verstecke mich im Tunnel, im Zugtunnel. Geht allen noch gut? Nein. Ja, ja, noch. Noch. Danke. Wolltest du mich verbluten lassen? Shit, bin getroffen. Ah. Beschuss vom Berg aus. Verdammte. Okay, leben alle? Ja. 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 Okay. Den aber unter Beschuss haben einiges eingesteckt. Vor allem haben wir kein Fahrzeug, das ist das Schlimme. Ich hier runter, Wanda. Wanda, hast du nicht links bei den Rebellen einen Heli, den du rufen kannst? Na? Die Rebellen, die wollen nichts mehr von mir wissen. Die Sicherheit jetzt gerade nichts mehr liefern. Wenn wir hier langsam runterkommen, dann kommen wir zur Straße, dann können wir uns ein neues Fahrzeug holen. Müssen wir aufpassen. Ich muss auf ganz vorsichtig. Bereit machen zum Öffnen! Hui! So viel zum dem Thema. Wieso ist hier gerade so ruhig? Ich weiß es nicht. Die Ruhe vor dem Sturm, die kommt gleich wieder angeschissen. Wo müssen wir denn hin, in welche Richtung? In die Richtung. Was dann ist lass die? Uns schon mal ein bisschen joggen dahin. Ja. So schnell werden wir kein Fahrzeug kriegen. Hier ist Fahrzeug. Naja, halb Fahrzeug, aber muss reichen. Also die Fensterscheibe hat hier den Motor verbaut, anscheinend. Okay. Der Straße folgen. Ah, der macht aber noch ein bisschen. Oh Mann, das wird heiter. Oh Gottes Willen. So einsam hätte ich hier nicht vermutet. Ja, leicht überdimensioniert. Da hat wohl jemand die bolivianische Landwirtschaft ein bisschen überschätzt. Da vorne nach links. Okay. Also über den Staudamm. Okay. Und hier wird gerade immer weiter. Straßenblockade auf uns warten. Ich glaube, ich brauche früher. Ja. Das schaffe ich nicht. Oh, fuck. Wir stecken fest. Neuer Wagen. Ich hol dir von hinten. Endo, kommst du mit? Ja. Ich bin draußen. Na, wo runter? Okay. Wobei, warte, wann war, wenn wir weiter vorrücken, kam dort vorne noch eins. Ja, aber hier sind. Achtung! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir geht's doch gut. Ja, ich komme. Alter. Das was? Kann doch nicht. Was? Das war gerade ein bisschen skurril gelaufen. Also ich habe den tausendfach schießen hören und bin dann mit einem Treffer oder zwei tot gewesen. Zwischensequenz, falls die jetzt nochmal kommt mit Bowman, Leertaste spammen und unten rechts taucht dann Escape auf. Escape gedrückt halten und fertig. Ja. Okay. Hab ich schon bedenkt aber dann, egal wo ihr standet, derjenige, der es öffnet, kommt halt aus der Tür raus. Alle anderen spawnen da, wo sie waren. Nee. Hä? Also Enno war bei mir die ganze Zeit in dem Geschütz oben drin, während ich schon draußen rumfahre. Lieber, weil ich zwischen die Fans gerade schon abgebrochen hatte. Ich war zum Geschütz gerannt. Achso, okay. Ich hole uns trotzdem mal kurz. Warte mal, genau. Die sind nämlich noch auf unserer Seite. Noch, ja. Ist die Frage, könnte das da der Heli helfen? Mm-mm. Die werden uns so runterholen. Moment, ich glaube auch. Okay, ja. Aber die Idee war... Die Idee deswegen ist gut, aber... Deswegen nehme ich den hier. Wenn wir einen gepanzerten Heli hätten, wäre das was anderes. Ich fahre mit dem Ding hier vor, versuche so viel wie möglich wegzurammen, was geht, und ihr fahrt dann mit dem gepanzerten hinterher. Der hier ist nämlich schön schnell und vor allen Dingen ist der prädestiniert für solche Aktionen. Wann war dann den gepanzerten vielleicht ins Gelände vorn vom Gebäude? Ich glaube, das war schon eine gute Stelle hier so. Ich würde den so, dass wir quasi vom Tor das vielleicht. Ich würde den trotzdem hier irgendwie versuchen reinzuparken. Meinst du das? Also ich bin auf dem Gelände da draußen halt gespawnt, ne? Also ich komme immer aus der Tür raus halt. Ja, das ist ich ein auch. Unterschied. Naja, wir werden es schon schaffen. Schon okay, dann, ja, ich mache ihn mal auf. Leertaste, sagst du? Ja, ja. Ohne Leertaste und dann taucht es unten auf. Okay, ja, ich sehe es. Danke. Und dann halt einfach Escape drücken. Ja, ich glaube, wir brauchen dieses Missionsbriefing nicht nochmal. Ich gehe ins Geschütz. Kontakt. Okay, ich bin drin. Rebellen. Alle los? Jo, los. Auf los geht's los. Abschuss bestätigt. Lass das Geschütz glühen. Wo ist das abhören? Falsche Richtung, Reaper.
bist anscheinend schon richtig unterwegs. Naja, ja. Ein bisschen habe ich mir den Wiki gemerkt. Ja, der Anfang ist ganz gut. Wir müssen halt quasi erstmal nur bergunter. Naja, bis zum Staudamm. Ja, der Motor geht halt auch schnell weg. Oh Gott. Oh Gott. Okay, da macht er auch die Barriere. Okay, scharfe Rechtskurve. Ich bin unten auf der Hauptstraße. Wir sind, ja, wir sind direkt hinter dir. Oh, mein Wagen macht nicht mehr lange mit. Ja, du steigst gleich hinten rechts ein. Oder hinten links, hinten, je nachdem. Rechts, verstanden. Also hinten rechts oder hinten links ist beides frei. Nur quasi ganz klar. Hinten. Hm. Also wir sind auch nicht mehr auf Vollspeed. Ja, ich höre schon, dass der Kühler ein bisschen was abgekriegt hat, der kocht schon leicht. Also ich versuche euch noch so viel wie möglich wegzuräumen, was im Weg steht. Ich bin jetzt beim Damm. Wir brauchen noch einen Moment. Ja, das Ding wiegt auch ein paar Tonnen. Ja, und wenn die Leistung nicht mehr voll ist. Geschützturm. Oh Gott. So, immer schön über den Stauder. Oh, ja, ist down. Scheiße, ist tot. Ja, wir auch. Ja, wir sind am Eingang des Dumps, sag ich mal. Ich bin am Ausgang des Dumps. Okay, Geschütz ist tot, Geschütz ist tot. Oh, danke. Von wo waren wir? Ich dring neben dir, denke ich. Achtung, das Geschütz ist noch bemannt. Geschütz ist tot. Scheiße, ich gleich auch. Oh, wir brauchen dich. Danke. Okay. Oh Mann. Hinten ist ein Mörser. Da vorne ist ein neues Auto. Ja, da sehe ich auch Rebellen, glaube ich. Fuck! Zumindest sind die bunt. Ja, sind Zivilisten, aber egal. Reaper, ja, das ist Kollateralschaden. Wo liegt Reaper? Ich glaube hier vorne, oder? Da liegt jemand? Nein, das ist er nicht. Ich fliege mal noch weiter vorne. Wie weit komme ich hier mit der Drohne? Erstmal zum nächsten Auto laufen. Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Oh, oh Licht, in dem Auto! Ah. Okay, ich sehe das Endo-Licht, aber ich weiß, wo er liegt. Das ist alles okay. Gar kein Problem. Kannst du irgendwie versuchen, den Heli runterzuholen? Eventuell. So weit reichen meine Schüsse nicht. Okay. Gott verdammt! Ich hoffe, der landet. Danke! Wir haben vorne auf dem Gebäude noch einen Mörser. Ich würde mal kurz mit der Sprengdrohne versuchen, den auszuschalten. Okay. Ich suche immer noch Reaper. Ich habe ihn irgendwo erhöht. Der Mörser ist schon down. Ich habe Reaper. Das ist ein Herzschlag. Ich höre ihn irgendwo auf dem Gelände, höre ich ihn. Ja, ich glaube, da ist er auch. Noch ein Stück weiter, denke ich. Da irgendwo. Hier. Wo ich jetzt gerade bin. Ja, mit der Drohne da. Ja, das war keine gute Idee. Ich stehe zwischen zwei schwer bewaffneten. Okay. Ein schwer bewaffneter noch. Ich habe einen ausgeschaltet. Und den anderen habe ich. Gib Gas. Hey, 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 hey. Okay, wir haben Fahrzeug und Pickup. Ich bin hier angefreundet. Das war nicht gut. Ja, Reaper, den Pickup. Silbernen. Ja, könnt ihr mich hier vorne abholen? Ich hole noch eben den Heli vom Himmel. Ist. Das ist gerade ungünstig. Naja, so weit erreichen die Schüsse von denen anscheinend nicht. Oh. Meine ungünstig, dass ein Navo auch gerade rausgeguckt hat zum so. Schießen. Entschuldigung. Macht nichts, konntest du nicht wissen. Wo kann ich denn hin? Pass rein. So, und jetzt dafür. Frühzeitig sagen, wo ich hin muss. Okay. Da vorne steht ein Heli. Ja. Ja, nein, lieber nicht. Hinterm Staudamm fährst du eine Rechtskurve und da müssen wir auch rechts abbiegen. Und danach sofort links. Also, bis hier der nächste links, ne? Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Und dann der Straße folgen. Wow. Okay, was ist das nächste Manöver? Warte. Immer schön der Straße nach und dann müssen wir in der Ortschaft nach den ersten zwei, drei Häusern geht's links rein. Da okay. Müssen wir lang. Das ist eine 90-Grad-Kurve und danach kommt eine fiese Rechtskurve.
Diese Mausoleen sehen neben den anderen geradezu niedlich aus. Wahrscheinlich hier so, ne? Ja, ist egal, du kannst auch jetzt gerade ausweiten. Ich hab genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tot bin. Was bist du, ein Ziel? Da vorne, nach rechts. Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. Oh, oh, wir sind wieder vorne. Voll über vorne. Und links über vorne. Einfach über vorne. Deine Kugel verschwinden. Au, 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 au. Muss ich die schießen scharf? Ja. Wir schießen schärfer. Wir fahren vor allem schärfer. Fiese rechts. Fettes MG war das auch in die Hose Richtung. Also ich sehe schon das Mausoleum, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sehe ich? Straßenblockade. Okay, ich fahre rechts und vorbei. Da steht ein Panzer. Oh Gott. Nicht gut, nicht gut. Dahinter noch ein Panzer. Oh Gott, noch schlechter. Ich fahre über die Schiene. Bestimmt. Ja, Schiene ist gut. Der Schiene kannst du auch eine ganze Weile folgen. Wenn das Auto das durchhält. Wie weit? Ja, und wenn kein Zug kommt. Wobei besser als die Straße. Mhm. Oh, das ist Zugabwehrgeschoss. Rechts von uns. Schön. Ja, da, wo die Straße kreuzt, fährst du nach rechts, dann sind wir da. Mhm. Dann sind wir da. Ja. Ach, wir am leeseitigen Ende des Berges. Das Lager. Ja. Oh, 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 hier sind glaube ich auch Feinde. Ja. Ja, aber hier ist ein guter Punkt zum Aussteigen. Zumindest ist oben hier sieht es aber noch gerade relativ ruhig sogar aus. Okay. Noch. Die werden alle oben auf dem Plateau sein. Okay, okay, okay. Einmal durchatmen. Und guckt euch um und sucht nach Munitionsvorräten. Ich guck erstmal, wie die Lage hier ist. Passt auf, die haben meine Alarmsicherung. Vorräte? Doch. Ich glaube hier Dokumente. Ja. Oh, Dokumente. Da ist noch keine Munitionsvorräte. Ja, Munition bräuchte man halt eher. Negativ, so, nichts da. Hier nicht so schwer sein, weil ich zu finden. Ich sehe bis jetzt auch keine Munition. Ah, da hinten. Bei dem Häuschen. Ich sehe es beim Pickup. Ja, beim Pickup auf der anderen Schienenseite. Die 1-2 sind neu markierte Leute, oder? Ja, okay, wir markieren es gerade. Wir könnten ja, ich markiere gerade. Sollen wir schon mal die Flugabwehr abschalten? Naja, die kannst du nur zerstören. Okay, dann machen wir es. Dann holen wir uns die Leute hier, ja, ja. Oh ja. Long time no see, Mausoleum. Das war's. Ja, hier waren wir schon mal, ne? Mhm. Lang ist's ja. Nur diesmal stehe ich an einer ganz ungünstigen Position. Ich mag's nicht, von unten nach oben zu schießen. Das ist schon klar. Ja, wir haben leider keine andere Wahl. Okay, ich setz mich mal hier ins Häuschen und schick die Drohne. Die reicht von hier. Alarm so, der Alarm rechts ist aus. Und nicht der einzige hier sein. Stimmt nicht. Im Riesengelände. Das ist ja ein Riesenlager gewesen, genau. Ich würde mich hier links hochpirschen, wenn Overwatch nichts dagegen hat, also ich halt hier. Ja, wir müssen eigentlich eh folgen. Ja, gibt keinen anderen Weg. Am besten, wenn ihr 1 und 2 abschießt, so dass die möglichst auf einer Linie sind, weil ich glaube, 2 kriegt sonst die Querschläger mit. Moment. Ich lasse lieber vor. Das ist etwas schwierig. Ja, oder sonst rechts? Enno, gehst du mal mit mir auf eine Höhe? Und dann ziel du auf die 2, ich nehme die 1. Ich habe die 2 noch nicht im Visier. Ja, ich habe die 2 im Visier gerade. Okay, dann macht man war. Dann wann wir 3, 2, 1, Feuer. Okay, 2 ist weg. Sehr gut. Hier ist nochmal ein Alarm rechts. Bis zur ja, aber da ist die 4. Die würde das vielleicht hören. Ich hab den Alarm. Achtung, die haben euch gehört. Ihr seid aufgeflogen. Ich hab schon geahnt, dass das zu laut war. Da ist direkt einer. Die 1 könnte euch gefährlich werden. Einer weniger. Ja. Wo ist denn die 1? Hier unten ist Ruhe. 1 ist okay. Ausgeschaltet. Ich werde aber, glaube ich, noch gesehen. Ja, ich kann erstmal. Guck ich gerade die Häuser ab. Ja, oh ja, hier einer. Rechts. Da ist auch noch mehr. In der Hütte, genau. Mehr. So, geht's zum. Immer noch einer? Noch einer? Hab ihn. Tango getroffen. Oi, oi, oi. Jetzt macht's auch keinen Sinn mehr, hier verdeckt vorzugehen. Ja, oder? Wir sind Zeit abgelaufen? Was? Was für eine das Zeit? Wusste ich nicht. Welche? Oh, Leute, nicht wieder wie bei dem einmal, oder?
Mit dem LKW. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Ja. Ich gerade nicht. Wo wir diesen einen blauen LKW rausholen sollten aus dem Lager. Den tauschen mussten. Den tauschen mussten. Ja, sind so, dass sie das nicht sorgen, das ist doch zu. Missionsdesign 6 setzen. Ja. Ich glaube, wir würden es mitkriegen, wenn wir halt alles am HUD angeschaltet hätten. Ja, wir haben halt extreme Schwierigkeit, weil wir halt das HUD aus haben. Aber selbst dann. Oh Gott, ernsthaft? Nee, oder? Ich hasse mein Leben. Fangen wir vorne mal an. Das ist nicht. Das. Apakatari um ein Fahrzeug gebeten. Man war 1 von 5 Sternen. Nee, der eine Stern ist zu viel. Los geht's. Wo ist denn das Auto geparkt worden? Man war ein Stern, die Bugs sind wenigstens nur teilweise unterhaltsam. Ja. Ein bisschen, ja. Komm. Das kann. Das wird. Da müssen wir eigentlich quasi komplett durchfahren. Am ich besten glaube, auch mit dem Auto in die Dings fahren. Ich glaube auch, ja. Also ich. Also wenn das jetzt nicht wieder klappt, ne, dann wird das auch nichts mit der Einfolge. Dann Abbruch und löschen. Baumann. Der Erz hast du SKI schon passt. So. Und jetzt. Ich hoffe, es wird mir jetzt oben angezeigt, obwohl, nee, das sind die falschen Markierungen. Bin drin. Na wo? Ja, warte. Ich nicht, ich muss die Zwischensequenz noch ablaufen lassen. Wenn man diesmal nicht das Geschütz, das ist zu gefährlich, dass ich abgeschossen werde. Ja, ich glaube auch. Kannst du ich glaube einfach durchrasen ist am besten. Vielleicht ist es dann doch sinnvoll, wenn Reaper mitkommt. Kontakt, feindliche Rebellen. Ja, sonst trennen wir uns auf. Hast du gehört? Ja. Pass auf der rechten Seite rein. Wie gesagt, diese Kiste hier ist böse. Ja, aber, ne, wegen... Okay, aber durch. Mit denen kannst du einfach überall drüber fliegen. Das macht keinen wirklichen Sinn. Das Problem ist, wir wollen ja nicht kämpfen, wir wollen ja einfach nur als Ziel. Ja, da ist der andere auch besser, denn mit dem bin ich einfach wohl runtergejumpt. Ja, aber da können wir nur zu zweit rein. Das ist kein Viersitzer, ich weiß es nicht. Das ist kein Viersitzer. Ja. Hier könntest du geradeaus ja, auch abkürzen. Ich vergesse es immer wieder. Scheiß Dreck. Okay, Fiese rechts fahren. Sehr gut. Okay, hier ist ja ein Stück ruhig. So semi, ne? Ja. Und dann kommen da gleich die. Staudamm. Staudamm, ja, dann bremst mal kurz, ich geh ans Geschütz. Nicht jetzt. Ja, der ist noch weit genug. Da vorne sind noch, genau. Ach Mann, ich will doch nur da hoch. Geht doch. Und los. Hier mal gucken, wie lange er durchhält. Irgendwie will doch was Dumpfes auf meine Motorhaube knallen werden. Besonders auf die Türme hier. Geradeaus? Ja, der Turm ist das Wichtigste jetzt erstmal. Oh nein, hier wird's gleich wieder noch eng. Oh Gott. Wagen hält noch durch. Ja, aber es fährt sich schon. Oh Gott. Geschwindigkeit ist halt unser Trumpf. Und er ist tot. Wir nehmen uns den Geländewagen hier. Nicht. Scheiße. Was? Ich glaube, der brennt ein bisschen. Ja. Ich hab extra. Okay, wir brennen beide. Achtung, da vorne ist Geschützturm. Ja. Ich hab extra drumherum geschossen. Ja, ja, das ist. Ich glaube dir das, okay. Wann war Reaper liegt, glaube ja, ich. Sie ist auch gerade. Dankeschön. Bitte. Du schaust doch jetzt noch bemannt. Oh von Gott! Ausgeschalten. Ja, wie viele haben die denn noch mit dem Geschützturm? Ein Drecksack weniger. Ich hoffe, da ist ein Viersitzer. Ich hoffe, dass generell ein Auto ein schönes. Und du sagst einfach durch hochfahren. Hier ist ein Motorrad.
Du meinst im Mausoleum? Ja. Die Treppen sollte man hochfahren können. Nein, ich meine, also, ja. Oder wo meinst du? Nee, ich glaube, wir sind jetzt... Okay, hier bei dem Häuschen sind wieder Leute. Okay, wir nehmen hier also diesen... mit so... Oh! Hab ich? Scheiße, ich lieg... Den hab ich. Kümmere mich um Amber. Okay, mach du. Ohne Beschuss! Ah, müssen... Ein Tango weniger. Bitte. Wir nehmen hier... Da oben ist ein schöneres Auto. Ja? Okay. Welches nun? Okay, das ist auch genau genug. Hä, wo denn? Du meinst den Geländewagen hier? Ja. Ja. Und vielleicht ein bisschen was aushalten? Naja, ein bisschen mehr als die Limousinen auf jeden Fall. Stimmt. Diese Musik macht es gerade ziemlich ironisch. Hinter und da vorne? Hinter uns. Und da dann direkt links rein. Okay. Genau. Eigentlich hätte man da schon auf die Schienen gekonnt, oder? Naja, ist egal. Ich wüsste halt gerne, wie viel Zeit wir insgesamt haben. Irgendwann nach links abbiegen. Hier ist gut. Na, hier bauen wir gleich Funkkontakt wieder auf, ne? Rechts. Oh, da ist ein Konvoi im Weg. Nach links. Es ist ja echt ein Konvoi. Oh mein Gott. Wollen wir den mitnehmen? Wann war? Mal schön den Fokus behalten. Oh. Stimmt, das ist das Timer Problem. Läuft, 5 Minuten bis Zeit. Ach du Scheiße. Hättest du es mir lieber nicht sagen können? Panzer voraus. Kannst gleich wieder auf die Zugschienen und dann nach rechts. Das ist, glaube ich, angenehmer. Okay, der Wagen hält wenigstens gut durch. Und wenn der halt, der hat halt echt die schlimmste Lenkung aller Fahrzeuge. Okay, wenn die Straße kreuzt, dann wieder nach rechts. Und dann fahren wir einfach auf der Straße weiter. Okay. Die Straße kreuzt nach rechts, das ist hier, okay. Genau. Und da dann hier nach rechts. Oh Gott, so viele Leute. Oh mein Gott, was war das? Keine Ahnung. Und dann hier hoch. Oh. So gut hält das aber auch nicht, das Fahrzeug aus. Ich glaube, das ist sogar gewollt, dass wir hier hochfahren. Okay, ab hier geht's nicht mehr weiter. Dank. Das ist nicht wahr. Oder? Ja, okay, dann anscheinend doch. Seid alle drin? Ja. So. Jo. Halt so schnell wie es geht hoch. Irgendwas muss ich halt diese Fahrerausbildung gemacht haben. Auch wenn das in Kambodscha an der Seitenstraße war. Die haben noch nicht mal den Alarm ausgelöst, das ist beeindruckend. Oh Gott, das Fahrzeug ist gleich tot und hier ist nichts. Da vorne ist das Mausoleum. Jetzt kann ich aber nicht weiter. Oh Gott, der Wagen ist tot. Okay, aua! Ah. Oh. Danke. Oh. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Mann, okay, danke. Auf der rechten Seite hoch. Oma muss Mausoleum. Das war eine andere Waffe. Hallo? Oben ist am schlimmsten. Danke. Hab ich euch alle mitgenommen? Ja, danke. Wo sind mehr Gegner? Oben oder? Oh. Oben. Achtung, hier im Busch, da steht einer. Fuck. Liegt jemand? Negativ. Reaper? Ich hab Zwischensequenz negativ. Was? Hier in die Tür. Welche Tür? Die Tür hier. Oh Gott, schaffe ich das? Nimm die Hände hoch, Arschloch! Los! Das würde ich.
Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist er? Ich will den großen bösen Retter. Weg damit. Natürlich. Adios, Señor Katari. Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman? Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir. Ja, ich verstehe. Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman! Er hat Immunität! Er hat einen Deal und er... Ein Deal mit wem? Mit dem Justizministerium! Moment, heißt das etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenten. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich euch sagte... Hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist, Señora Bowman, sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein! Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das... Ich habe El Sueño exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf sie, sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet. Meinen Partner enthauptet, Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Einen Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als 4 Leute. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Schwamm drüber. Ich hoffe nur, sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan?
Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Bowman, Ende. Ja, das gleiche dachte ich mir auch. Ja, sind jetzt alle da? Ja. Ja. Okay. Bei mir läuft der Abspann schon seit, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so. Ja, bei mir gerade erst. Ja, ich habe Development Team. Ich habe halt nur gehört, Ennus schreit los, rennt einer zur Tür und ich bin nur noch hochgerannt und hab die Tür geöffnet. Ei. Ja, was sagen wir dazu? Wieso ist hier keine Musik im Abspann? Ich hab Musik gemacht, aber ich weiß nicht, was du hast. Hast du die ausgeschaltet im Menü? Vermutlich. Okay. Aber da hat aber hey, keine die GEMA wird doch sowieso wieder zuschlagen. Also, was sagen wir zu diesem Spiel? Das Spiel ist verbuggt. Speicherpunkte. Also, ich hab übrigens gerade noch in der Abschlusssequenz einen Bug gesehen. Meine Teampartner wart nicht ihr. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das waren andere Leute. Das sind die Standardleute. Das ist doch traurig. Was ich noch viel schlimmer fand, ist, was hat Gott getan, um diese Pflanze herzustellen? Die hat Gott. Sie. Ja. So, hä, was? Seit wann ist ein Gott Frau? Nein. Das ist, Kevin Bowman hat Ariana Grande gehört und God is a woman. Also. Mhm. Nee, wann war? Daran lag's. Ja, was sagen wir zu diesem Spiel? An sich ist es ein gutes Spiel, das muss man dem Spiel aber lassen. Aber holt euch nur, wenn es im Rabatt ist. Wenn es im Rabatt ist und wenn ihr damit gefasst seid, wenn ihr zu viert spielt, dann nehmt viel Valium mit. Also, persönlich würde ich sagen, es ist kein gutes Spiel. Ich würde dem Spiel als Rating vielleicht eine 40 von 100 geben. Ja, es war nicht mal Durchschnitt. Nee, 50 ist Durchschnitt, das muss man so sehen. Die Story. Naja. Ne? Also, ich denke, wenn man quasi jedes Mal sich das ganze Log durchliest, wenn es zu einem Einsatz geht, dann hat man irgendwie so ein bisschen die Story mehr drin. Aber so, weiß nicht, wenn man. Also, man kann es auch so spielen, dass man die Story halt gar nicht mitbekommt. Und dann ist es halt auch zum Beispiel gar nicht schade, dass der Pakatari da enthauptet wurde oder so. Weil wir haben zum Beispiel gar nichts mit den Rebellen zu tun gehabt. Aber man kann es halt auch so spielen, dass man viel mit den Rebellen zu tun hat. Das ist halt immer so eine Sache. Ich fand allein, also das Goldstück der Story in diesem Spiel sind ja die Zwischensequenzen gewesen. Und die waren meistens. Böser Mann, reden Sie. Wir sind hier die CIA oder ich stecke sie in ein Gefängnis. Oh, ich fange an zu reden. Ja, okay, das stimmt. Es war jedes Mal halt das Muster, diese so. Aber in Wirklichkeit war es doch genauso. Bevor du doch in den Knast gehst oder stirbst durch Folter, wirst du doch versuchen, dich zu retten. Das würde ich nicht immer sagen. Ja, trotzdem. Der Selbstverhaltungstrieb ist doch vorhanden. Es war halt. Aber dann gucke ich mir ja keinen Film über sowas an, dann spiele kein Spiel über sowas. Ich meine, ich gucke mir auch keinen Film über eine Steuererklärung an, ne? Also. Doch, der Mann für Perfektion. Also, ist doch wahr. Wir könnten aber trotzdem sagen, dass es vielleicht von der Story her nicht ganz so ist und vielleicht vom Aufbau her viel verbesserungswürdig ist, aber trotzdem kann man immer noch sagen, dass es ein schönes Spiel ist. Schön ist ein guter Begriff, finde ich. Gut, dass du das sagst. Weil das ist es. Also wenn man so durchfährst durch die Gegenden und dich einfach mal irgendwo hinstellst, nur auf dem Damm stehst oder so, da mal runterguckst, das ist schon schön. Aber nicht gut. Also schön würde ich auch unterschreiben. Also gerade die Sachen im Dschungel und so weiter, das fand ich mega cool. Also so generell durch den Dschungel zu laufen und so, das war schön. Schöne Atmosphäre. Ja, das auf jeden. Also ich muss sagen, diese Zusatzmissionen, die fand ich persönlich, auch wenn sie uns am meisten Stress bereitet haben,
fand ich sie schon irgendwo cool. Du meinst die Special Mission? Predator Mission, Silent Spades und so weiter. Weißt du weshalb? Weil die anders waren. 80-90% der Missionen hier sind: gehe hin und töte X oder gehe hin und verhöre X. Und dann entweder darfst du entdeckt werden oder nicht. Das sind 90% der Missionen. Und diese anderen 10% sind die, die du ansprichst. Das sind die guten. Ja, das stimmt. An sich vom Storytelling her oder von der Missionsgestaltung guten Missionen. Ich finde halt, das Spiel hat am Anfang gut vorgelegt, aber dann halt im Nachhinein extremst nachgelassen. Das war halt das Problem, finde ich. Ja. Die Anfangsmissionen waren ja irgendwo doch leicht abgeändert. Da war nicht fahr hin, töte XY, sondern fahr hin, mach ein Video von dem mit der Drohne, mach dies mit dem, mach das mit jenem und so weiter. Das war jetzt nicht, hol XY ab und bring XY zu Bowman und Bowman verhört den dann. Aber so, keine Ahnung, so ab der Hälfte des Spiels dachte sich das Spiel dann, beziehungsweise dachten sich die Macher ist wahrscheinlich, ich habe keine Lust mehr, wir machen jetzt einfach dasselbe, wir wechseln nur die Namen und die Charaktere raus und fertig. Ja. Und das sind fast 2 Jahre Entwicklungsdauer. Ja, das erinnert mich, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, das hatte den Titel Open World, warum es nur noch in Stress ausartet. Das Problem. Und das ist das halt wirklich, du musstest diese Mission machen, einfach nur abarbeiten, obwohl sie halt nicht mehr spannend waren. Was war denn so für euch die Mission, jetzt abgesehen von so Special-Missionen, was war denn so das, was am meisten bei euch hängen geblieben ist? Welche fandet ihr gut? Also, da jetzt anscheinend nichts kommt. Also für mich war zum Beispiel hier, wo man den einen Politiker da filmen sollte, wie er sich da mit seiner Prostituierten getroffen hat. Das fand ich zum Beispiel witzig. Ja. Das stimmt. Ja. Da musste ich auch jetzt gerade dran denken. Ich fand auch noch diese, wo wir diese Sektenführerin hatten. Da mussten wir doch irgendwie zum... War das so, dass wir diese ganzen Priester irgendwie abfahren mussten? Irgendwie war das sowas. Und dann die Dialoge, die dazu waren, waren halt sehr interessant über diese ganze Religion. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Oder auch das, wo man von diesen CIA-Agenten da die Leiche gesucht hat. Das fand ich war auch irgendwie krass. Ja, das haben wir ja noch nicht beendet. Ja, aber dass man halt auf dieses Gelände kommt, da aufräumt und dann die ganzen Container durchsuchen musste und verschiedene Leichen da identifizieren musste, das fand ich irgendwie auch noch interessant gestaltet. Ja, also wenn ihr jetzt aus dem Mausoleum rauskommt, seid vorsichtig, da draußen laufen noch Typen rum. Und zum anderen bekommt ihr dann eine Meldung, dass wir 97% von 100%, logisch, erreicht haben. Und wenn wir 100% hätten, hätten wir ein anderes Ende bekommen. Okay. Ja, ich vermute mal, dass Ricky Sandoval die zweite Mission die letzten 3% sind. Vermute ich einfach mal, weil sonst haben wir nichts mehr. Bis auf diese Special Mission, aber die können sie nicht in die 100 reinsetzen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, obwohl wir haben noch El Kommandante, das ist noch ein Bouchon. Der kommt aus Media Luna, da ist halt das gesamte Gebiet ist noch frei. Aber das haben wir nicht alle gehabt. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob es halt da auch zugehört. Kein Plan. Ist auch egal. Mein Tipp besteht einfach daraus, dass das andere Ende ist, dass man den Typen festnimmt. Meinst du, Bowman knallte nicht über den Haufen? Dann hätte ich es getan. Das finde ich übrigens auch. Also ich habe irgendwie gedacht, so, dass man da quasi zusammenhält mit Bowman und sagt so, hey, der war schon tot oder keine Ahnung. Also so ein bisschen mehr Zusammenhalt hätte ich mir da irgendwie vorstellen können. Aber wahrscheinlich wollten sie halt auf solche Sachen aufmerksam machen, dass sowas vorkommt. Das Problem ist eher, dass ein Ghost nicht existiert. Man wird einen Ghost niemals vor Gericht zerren. Man wird einen Ghost niemals zur Rechenschaft ziehen für das, was er tut. Wenn wir den El Sueño jetzt da oben über den Haufen geschossen hätten und nicht Bowman, wäre da nichts gekommen. Bowman hätte weiter ihr Leben als CIA-Agentin machen können und wir wären weiter als Ghosts unterwegs gewesen. Wir existieren in den Büchern nicht. Er ist einfach tot umgefallen. Wie? Ja, aber dann keine Ahnung. Wäre es doch einzig logisch gewesen, wenn sie gesagt hätte, wir sollen ihn erschießen.
Ja, deswegen sage ich ja, also wenn Bowman es nicht gemacht hätte, hätte ich sie mir offen geschossen. Also, wenn ich die Wahl, das ist so das, was mir bei diesem Ende quasi noch fehlt. So eine Art kleine, kurze Quicktime-Event. So nach dem Motto, Bowman die Knarre wegwerfen, aus der Hand schlagen und den Typen selbst abknallen oder Bowman den Typen abknallen lassen. Irgendwie so eine Auswahl, dass du rechte, linke Maus, dass du drücken kannst. Aber wie willst du das machen bei einem Vier-Spieler-Multiplayer? Ja. Ja, die Zwischensequenzen haben wir jetzt auch unterschiedlich alle gehabt, also die Endsequenz. Ja, okay, dann hätte jeder ein eigenes Ende gehabt. Genau. Naja. Also so, wurdest du so ein Ende wie bei Spec Ops The Line hättest du dir gewünscht, wo du wirklich mit deiner Entscheidung das Ende nochmal beeinflussen kannst. Ja, ich habe keine Ahnung, welches Spiel das ist, aber ja, genau sowas meine ich dann. Also da konnte man zum Beispiel sich den Regierungstruppen, die einen dort festnehmen sollten, auch geben. Man konnte gegen sie kämpfen und sterben. Oder man konnte gegen sie kämpfen und sie auslöschen. Es gibt ja und man hat bei jedem anderen, bei jedem ein eigenes Ende gehabt. Es gibt ja viele Spiele, wo man die Enden verändern kann. Ab aber so in die Richtung. Oder halt nur am Ende. Aber sowas hätte ich mir halt gewünscht. Das wäre halt cool gewesen. Aber Bowman hat es getan, weil ihr Partner, das war halt auch was Emotionales für sie. Leute, kurzer Zwischenwand. Ich habe gerade die deutschen Sprecher gehabt. Wisst ihr, wer einer davon war? Nein. Ha? Farid Bang. Ja, das kann doch keine Kursrolle gewesen sein. Ja, Antonio. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Antonio wurde anscheinend von Farid Bang gesprochen. Okay. Ja, immer, ich habe die ganze Zeit die deutschen Sprachausgaben und ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Ja, Farid Bang ist dieser Rapper. Die Stimme ja, nicht zuordnen. Ja, meine Musikrichtung. Ich höre was anderes. Gab's nicht auch irgendwie so einen DJ-Typen? Vielleicht hat er den ja gesprochen. Stimmt, das könnte auch sein, der DJ. Den ich muss mir doch sogar hier zum Mausoleum bringen, ne? Wie es scheint, soll das der Typ mit den Cornrows gewesen sein. Naja, aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt bei der einen Stunde voll. Ja, aber bei mir läuft doch der Abspann. 5 Minuten zugelabert. Genau. Dementsprechend würde ich sagen, also Leute, wenn ihr dieses Spiel kaufen wollt, kauft es euch definitiv nur im Sale und wenn, dann kauft es euch mit allen DLCs nur im Sale. Es macht so mehr Spaß. Und wenn, dann spielt es mit 3 weiteren Leuten und wenn ihr es zu viert spielt, dann bringt sehr viel Ausdauer mit und verzweifelt nicht, es geht durchzuspielen. Ihr seht es ja und das im Hardcore-Modus. Also, ja, Hardcore möglich. War das ja noch nicht, das wäre erstmal 2. Schwierigkeit, oder? Nein, ich rede darum, dass wir das HUD ausgeschaltet haben. Also Hardcore, so meinst du das, okay. Oder wenn euch das zu so schwer ist, holt Borderlands. Das ist immer noch einfach. Also so. Hier, du kommst wieder mit der Falschwerbung an. Ja, was denn? Wann ist war so. Noch ein Endwort? Ja, ich kann halt einfach keine Empfehlung machen für das Spiel. Halt wegen dieser komischen Speicherpunkte. Die Story ist nicht interessant. Nee. Andere Spiele bleiben einem besser. Das ist interessant zu spielen, aber einmal durchgespielt reicht. Ich glaube auch durchgespielt reicht nicht. Einmal gespielt reicht. Ja, ich gebe mein Wort an Enno. Achso, Enno. Ja, da kann ich wahrscheinlich nur zustimmen. Es gibt bessere Spiele, die am mehr in Erinnerung bleiben. Ich kann mich selbst an Sachen aus GTA 4 besser erinnern, als ich mich in Napoleon an das hier erinnern werde. So traurig es klingt. Kann ich verstehen. Die Hochzeit. Ja. Aber wir hatten wenigstens ordentlich Spaß. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste, was ich hier braucht. Nabo? Oder falls einer noch was will? Nö, wie gesagt, Bamba hat dann den größten Teil, was ich sagen würde, auch schon gesagt. Gut, Nabo? Also ich denke auch, ihr habt eigentlich das meiste schon gesagt, wobei ich halt anmerken würde, dass also ich fände das Spiel interessanter, wenn es halt A, Klassen geben würde, so wie wir das halt gemacht haben, dass man sich aufteilen kann bei Spezialgebieten und B, wenn man halt irgendwie Zwischensequenzen hätte, die nicht nur das sind, was es eben war, dieses wir verhören den oder wir wollen Informationen und dann plappern die los und alles ist gut, sondern halt auch mal so ein bisschen andere Szenen dazwischen, dass man halt ein bisschen, also ist vielleicht ein bisschen viel verlangt für so ein Spiel, aber ein bisschen Bindung aufbaut und ein bisschen in die Story reinkommt, weil irgendwie war das so oberflächlich.
das würde ich mir halt wünschen für nächste Spiele. Ja, nächstes Spiel, wohl eher nächstes Spiel, wird die ganze Zeit schon groß angeteasert hier innerhalb des Hauptmenüs und auch auf E-Mails und YouTube macht, glaube ich, auch Werbung dafür. Wäre Ghost Recon, nee, falsch, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Und da haben wir sogar das, was du gerade angesprochen hast, Klassen sind dort inbegriffen. Aber so, ihr Freunde da draußen, unsere Communities, zumindest von denen, die aufgenommen haben, falls ihr euch jetzt fragt, wann kommt das denn und wann macht ihr das und wie macht ihr das? Wir wissen es nicht. Ich habe mich für die Beta registriert und ich werde erstmal die Beta mir anschauen. Falls Möglichkeit habe, werde ich auch Enno, Vanwa und Navo dazu nehmen. Und wir werden uns das Spiel erstmal anschauen, bevor wir es uns kaufen. Weil wir haben keine Lust, ein zweites Wildlands zu haben. Da brauchen wir das besser nicht. Da haben wir andere Sorgen. Dementsprechend, ob Breakpoint dann kommt, werden wir dann sehen. Und ihr werdet es dann vor allem auf unseren Kanälen sehen. Und dementsprechend, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und bis dahin, tschüdelü. Tschüss, aber bei mir läuft doch der Abspann. Ja, du kannst mit F das Ding beschleunigen. Ja, aber das ist. Nee. Abspann ist Abspann. Verdammt, ich habe meinen erstmal unterbrochen. So. Bei meinen Abspannen, den habe ich vorhin schon ausgemacht, weil ich euch sonst nicht mehr gehört hätte. Deswegen habe ich keine Musik. Das war alles. Ja, meine Musik wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter. Ich habe euch halt einfach nicht mehr gehört. Ich habe rausgekappt und im Soundmix von Windows alles ein bisschen leiser gemacht. Das Ding ist halt, ich hatte schon mehrere Spiele, wo halt gerade die Songs aus den Abspannen sehr copyright geschützt waren. Wer tötet denn da oben, Leute? Bei Call of Duty hatte ich das. Ich habe ja die ganze Reihe durchgespielt. Und ich werde gleich getötet, wenn es so weitergeht. Ja. Und in zwei Call of Duty-Teilen war halt Eminem als Abspann. Und das war halt echt scheiße. Okay. Kann ich mir gut vorstellen. Weil der irgendwie so eine halbe Stunde ging. Ich habe da drüber gelabert und ja, ich musste komplett den Tonteil rausschneiden. Also hier hast du eigentlich nur das Spiel gedudelt, zum Glück. Ich habe nur 96% durchgespielt. ja, keine Ahnung, was da ist. Navo müsste ja noch weniger haben, ne? Ja, ich müsste noch weniger haben, weil ich habe den... Und du warst bei der Mission rausgeflogen. Dem Kardinaltypen, die Mission habe ich nie nachgeholt. Weil das war das, wo ich halt rausgeflogen bin. Der Kardinal. Mit dem Bluescreen. Ah, Kardinal, ja. Das war auch eine schöne Mission, fand ich. Diese Kirche, wie wir diesen Papst getötet haben. Ja, die Kirche, das war auch so eine Mission. Das hätte man eigentlich noch erwähnen können. Die fand ich auch... Noch bei euch läuft's doch noch. Bei mir kann man es doch erwähnen. Ich bin bei 1,8. Okay. Ja, also die Mission fand ich eigentlich auch schön. Dieses mit dem USB-Stick da reintun und eben den Leuten zeigen, was die eigentlich wirklich mit Kindern machen. Mit Kinderhandel und Missbrauch und all so ein Kram. Dass man das halt gezeigt hat. Das war eine schöne Mission. Und da war, fand ich auch die Gegend schön. Weil die Kirche war wunderschön. Ich glaube, da waren sogar Kirschblütenbäume gedöns. Sah halt cool aus. Ja. Wobei die Mission halt auch ein bisschen ätzend war, weil du durftest ja nicht erwischt werden und so weiter. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, das ist eh so ein Problem. Diese Nicht-Erwischt-Werden-Mission. Naja, so ist es nun mal in der Realität. Ne? Ja, aber ich finde, also in der Realität ist es so, wenn man mich sieht und ich töte die eine Person, die mich sieht, dann wird diese Person nicht mehr den anderen Leuten sagen, dass sie mich gesehen hat, weil sie tot ist. Ja. Und das ist hier halt nicht der Fall gewesen. Hier ist ein Heli vom Gegner 20 Kilometer auf der anderen Seite der Karte explodiert und die Mission war fehlgeschlagen. Ja. Ja, sie haben es halt beim Abstürzen noch geschafft, einen Funkruf rausgelassen. Meine Güte. Das sind also diese Logikfehler. So. Ja, also es führt kein Weg dran vorbei. Wir wissen alle, dieses Spiel hat mehr als einen Fehler drin. Also das ist... Fakt. Nun, die meisten davon sitzen vor dem Rechner und das sind nicht wir. Ja, ja. Danke. Das trifft's aber gut. Ja, ein Spiel ist nur so gut wie die Programmierer, die es machen. Vor allem finde ich diese fliegenden Laternen da oben ziemlich gut. Oh, erinnert ihr euch noch an, das war dieser eine Kampf mit den Rebellen in irgendeiner Stadt. Super Beschreibung, ne? Ja. Das sind ja nur... Moment, lass mich nachgucken. 1, 2, 3, zu viele steht. Also ich kann, wenn ich das beschreibe, wo die Geschütze plötzlich am Schweben waren. Wir hatten alle unterschiedliches Wetter. Ach,
Dann ist da noch so ein Transport durchgefahren durch die Stadt, den manche nicht gesehen haben. Ja, das weiß ich nicht. Da ist so alles aufeinander geprallt. Und das habe ich noch vor Augen, wie dieses Geschütz da auf den Turm geschossen hat. Reaper stand direkt vor dem Geschütz. Ist aber nichts passiert, weil das war nicht mehr da, das Geschütz eigentlich. Das hat mich halt komplett fertig gemacht. Okay. Diese unterschiedlichen Matrizen, die wir da immer hatten. Aber das ist halt auch echt nur, wenn du zu viert spielst. Zu zweit hatten wir nie Probleme. Ja, aber da frage ich mich, wieso? Also. Ganz einfach, das ist ganz einfach gesagt. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Internetkapazität, jeder von uns hat einen unterschiedlichen Rechner. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist total schwierig für ein Spiel. Manche Spiele schaffen das, das sind aber dann die Spiele von den großen Entwicklern, von den richtig großen Entwicklern, für die ist das ein Kickerlitzchen. Unterschiedliche Spiele, alles klar, verzögern wir einfach den, der schneller ist, passt schon und schon hat sich die Sache erledigt. Aber, naja, wie böse es auch klingt, Uplay schafft das halt nicht. Aber wer ist denn größer als Ubisoft? Also Borderlands, um mal Endo zu verteidigen, schafft das und die sind nicht größer. Ja, aber du musst bei Borderlands wiederum sagen, es gibt nicht so viel, was du da synchronisieren musst, außer Gegner und die Uhrzeit. Und wenn das sich ändert, gibt es da nicht. Ja, aber was und ist es auch... gibt eine andere Grafik, das musst du auch noch sagen. Die Borderlands-Grafik ist im Verhältnis zu der Grafik hier schlechter. Aber das ist irrelevant. Also ob die Grafik besser oder schlechter ist, ist egal. Es sind ja genauso viele Effekte und alles so. Ich meine, ja, aber dein Rechner braucht aber mehr Leistung dadurch. Ja. Hättest du anscheinend eine schlechtere Ping und würdest bei den anderen nicht mal flüssig umherlaufen. Korrekt. Aber, ja, aber das würde nicht zu solchen Fehlern führen, die wir hatten. Nein, also das ist einfach nur, da haben die einfach schlechte Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, wie das war, wie schnell das rausgekommen ist oder was es da für Day-One-Patches gab, aber ich kann mir vorstellen, gab es viele. Das war noch mehr als nur ein paar Patches. Ja, wir haben ja gesehen, wie gut das mit den Patches auch war, ne? Na gut, das kann zum Beispiel aber auch noch ein Problem darstellen. Ihr beide spielt das Spiel über Uplay, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, oder? Ja, und du und Nabo über Steam. Genau. Und wir spielen es über Steam. Zwar hinterher auch über Uplay, also bei uns, wir starten es bei Steam. Steam startet für uns Uplay und dann starten wir erst das Spiel. Total verdreht. Aber es kann halt auch Probleme verursachen, dass die Kommunikation zwischen Uplay und Steam nicht einwandfrei funktioniert oder so. Ach, was weiß ich. Aber dann ist das doch auch, dann mache ich doch nicht die Möglichkeit als Entwickler, dass das... Ja, vielleicht haben sie ja nicht drüber nachgedacht. Die wollen doch alle ihre eigenen Browser für Spiele. Das ist das große Problem. Ja, aber da muss ich einfach mal einen Punkt setzen als Entwickler. Aber sagen, ja, der Punkt ist, kommt auf Uplay Satz, wir oder brauchen nicht. Eine eigene Plattform. Ja, das ist wahr. Ja, weil. Wie lange geht eure Zwischensequenz noch? Weiß ich nicht. Immer noch. Also, ich glaube, jetzt bin ich bei den Special Things. Legal Notices. Das ist jetzt schon am Ende, ja. Ich muss dazu sagen, die denken sich wahrscheinlich, ach, wir haben einen eigenen Browser für unsere Spiele und Anwendungen. Vielleicht nehmen wir dadurch ein bisschen mehr Geld an, weil ein paar Leute bei uns bleiben. Nee. Für mich ist die zu omnipräsent geworden. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich die Möglichkeit habe, ein Spiel auf Steam zu kaufen, dann kaufe ich es auch auf Steam, ja. Egal welche Plattform dann connected wird, aber Steam ist Steam, also da führt kein Weg dran vorbei. Es sei denn, es ist woanders ein günstigerer Key, ich glaube meine... Günstiger wirst du es nicht unbedingt immer finden, woanders. Ja, ich hatte jetzt nicht. Assassin's Creed Origins, da hatte ich einen günstigeren Key bei nur Uplay als bei Steam, Uplay. Also mein Abspann ist zu Ende. Glücklich. Juhu, endlich! Ey, super. Ich bin tot! Klasse! Das ist ja super! Ja, da standen zwei hinter der Ecke. Ja, diese 5 Sekunden nach dem Abspann fassen das Spiel zusammen. Aber ich muss mal sagen... Ich hab euch gesagt, wenn ihr da rauskommt nach dem Abspann, sterbt sofort 40.000 Gegner. Ich hab's euch gesagt. Spawnt einfach bei uns, dann seid ihr auch hier unten. Das ist ganz schön hier. Ja, da liegen wir gut. Ich glaube, ich mach. Nee, wer hat denn jetzt eigentlich aufgenommen? Reaper und ich oder Navo auch? Nee, ich nicht. Ja, dann mache ich noch einen Abspann, ne? Wollt ihr noch irgendwas sagen, Leute? Wir ja, haben schon alles gesagt. Ich hätte noch was sagen können, aber. Hau raus. Wo wir so viele Missionen, sag ich mal, verkackt haben, wie auch immer. Das war Training. Das war Training, klar. Hättet ihr das Spiel besser gefunden, wenn man halt auch
quasi, wenn man eine Mission verkackt, dann hat man die endgültig verkackt und hat dann eben Pech gehabt. Hättet ihr sowas gut gefunden? Nee. Boah, nee, das wäre echt extreme Enttäuschung geworden. Dann hättest du. Meinst du? Ja. Dann hätten wir ja schon nach der ersten. Nee, nach der ersten Mission könnte man nicht unbedingt sagen. Nach der dritten Mission schon das Spiel nicht mal weiterspielen können. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, weil Game Over ist Game Over. Dann hätten wir alles wieder von vorne machen müssen. Meinst du so? Fahren Sie zu El Sueño. Sie haben 5 Minuten Zeit dafür. Fahren Sie dahin. Ja, du kommst eine Minute zu spät. Boom. Mhm. Game Over. Und lass das ganze Spiel wieder von vorne machen. Nee, so meine ich das. Du meinst, Dead is Dead. Nee, so dass man quasi, wenn man gestorben ist, dann muss man halt mit dem Problem, was man dann hat, leben. Zum Beispiel jetzt wäre dann El Sueño entkommen und dann wäre das Spiel eben weitergegangen und du hättest ihn woanders kriegen müssen. Oh Gott, dann ja, wäre die Welt müssen bei uns ziemlich abgefuckt gewesen in Bolivien. Ich glaube auch. Aber dafür müssten die Entwickler noch weitere Missionen für diese Fälle entwickeln. Ja, das wäre natürlich mehr Arbeit gewesen, aber hättet ihr sowas geil gefunden oder eher bläh? Als separate. Was ist du für ein dickes also, Ding, Alter? Das ist die neue Schrotflinte. Naja, wie soll man sagen, als neuen Spielmodus, den man selber radeln kann, wäre es interessant, vielleicht nicht unbedingt mein Ding, aber man könnte es so einbinden. Dass man den normalen Spielmodus hat, so einen One-Life-Modus, könnte man sagen. Also es gibt ja noch so ein paar DLCs für dieses Ding. In diesem DLC hast du dann die Möglichkeit, einmal als Kartell zu spielen. Also da bist du auf der Seite des Santa Blanca Kartells. Und bei dem anderen, da war es, glaube ich, was war das? Vergessen, das war Narco Road. Ich weiß nicht mehr, was man da genau macht. Aber dann müssten die, ich finde, einige Probleme haben nicht dazu geführt, dass wir dran schuld waren, dass sie gescheitert sind oder dass gestorben sind. Teilweise hat das Spiel gemacht. Ne, hier, was wir jetzt auch gesehen haben. Endo spawnt mitten in den Gegnern aus dem Raum raus. Als er da explodiert ist. Sowas ist halt. Ja, hast recht. Irgendwelche Hubschrauber explodieren in der Umgebung, dadurch fliegt man auf. Bevor man solche Modi einführt, muss man diese Probleme beheben. Ja, wie gesagt, wir werden ja sehen, was das nächste Spiel bringt. Breakpoint ist es und es soll eigentlich ja recht gut sein. Zumindest was ich bisher gehört habe. Ja, was hören und was sein ist. Die Drohne ist unterwegs. Ja. Ich nehme es mit Vorsicht, ne? Also, man weiß. Vielleicht ist es gut, vielleicht nicht. Ja. Die Quelle oder diejenigen, die das sagen oder schreiben, wollen ja auch nicht unbedingt gegenüber den Entwicklern und Publishern als Arschloch dastehen. Auch wenn sie das Recht haben zu sagen, was sie denken. Ja, das tun wir ja. Ja. Ja, weil wir mit denen nicht zusammenarbeiten und keine Partnerschaft. Und selbst nicht. Also ich glaube, ich beende so, mal die Folge nach einer Stunde 20. Ja, dann beende mal. Ich würde sagen, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und das C4 schafft. Nein! Das hat er nur mitgenommen. Gut, bis dann. Mach's gut. Ciao. Wahnsinn. Tschüss. Ciao.